Hallo, ich grüße dich. Das ist ein Video aus der 13-teiligen Serie Schlafstörungen durch irgendetwas. Das können ja alle möglichen Gründe haben. Wie immer mit diesen Videos, also das ist, ich habe nicht die alleine gültige Wahrheit gebracht. Das sind einfach so ein paar Ansätze, ein paar Philosophien, so ein paar Ideen, Inputs, Ideen. Du kannst das als freundliche Anregung betrachten, was ich da sage, aber es ist längst nicht das ganze Spektrum oder alle Lösungen oder alles, was da damit zu tun hat, einfach, dass du damit weißt, genau. Also, ja, sonst müssten es ja längere Videos sein und die sind ja relativ kurz und ja, also Schlafstörungen durch Lärm, Schlafstörungen durch Lärm, zum Beispiel durch lärmige Nachbarn. So, kennst du das? Ja, was gibt es da zu tun? Ja, also von mir aus, da müssen wir nicht lange darum herumsprechen. Es gibt in dem Sinne also zwei Dinge, zwei hauptsächliche Dinge. Klar, es gibt noch mehr, aber einerseits, du kannst versuchen, mit diesem Nachbarn zu reden und zu versuchen, ja, vielleicht nicht jeden Abend herumzulärmen oder vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen Rücksicht nehmen oder den Fernseher ein bisschen leiser zu stehen. Also das ist mal die eine Sache. Ja, und die andere Sache ist zum Beispiel einfach Ohrstöpsel, Gehörstöpsel nehmen. Also das mache ich oft, also besonders in den dunklen Jahreszeiten wie jetzt. Also da gehe ich sehr gerne früh, recht früh ins Bett, um morgens wieder recht früh aufzustehen, damit ich meine Ruhe habe, also in Ruhe dies und das machen kann, ohne abgelenkt zu werden. Und wenn ich da schon vor 8 oder um 8 oder je nachdem, also später, früher, wenn ich da so früh ins Bett gehe, ist ja immer noch früh, oder? Wenn ich da so früh ins Bett gehe, ja, dann ist einfach das Beste, so diese weichen, diese gelben Ohrstöpsel von Migros oder Coop. Gut, wenn du im Deutschen draußen bist, es gibt sicher auch so, es gibt alle möglichen Arten von Ohrstöpseln. Kannst ja auch halbieren, je nachdem, wenn sie zu groß sind oder was auch immer. Aber das hilft ganz gut und man gewöhnt sich dran. Das ist also für mich jetzt, ja, ist das fast, also ich sage gerade in den dunklen Jahreszeiten, wo ich einfach gern früher ins Bett gehe, da muss ich einfach damit rechnen, dass es halt einfach irgendwie lärmig ist, wenn man in ein Mehrfamilienhaus ist. Gut, es gibt immer noch die dritte, zum Beispiel eine dritte Variante, einfach ausziehen oder ein Einfamilienhaus posten oder ein Haus bauen oder in einer Waldhütte leben oder sonst wo in einer Hütte oder in den Bergen oder einfach irgendwo, wo du alleine bist. Klar geht das auch, ja, das ist eine weitere Möglichkeit, also wenn dir das extrem wichtig ist und sonst halt eben einfach in einem Mehrfamilienhaus leben, wo es halt einfach vor 10 Uhr nachts, oder bei uns ist ja die nachthohe Zeit so ungefähr ab 22, aber wenn du da schon früher, ja, du kannst ja nicht, also ich weiß, also wenn ich vorher gesagt habe, mit dem Nachbarn reden, also ich kann ja dem nicht schon um 8 Uhr befehlen, quasi ruhig zu sein, oder also keinen Mucks mehr zu machen. Es ist halt einfach so, in ein bisschen älteren Häusern, ja, vielleicht auch in neuen zum Teil, es ist halt einfach in einem Mehrfamilienhaus, da hört man einfach gewisse Dinge, da kannst du machen, was du willst, gell. Gibt es vielleicht noch eine vierte Möglichkeit, gerade zu sagen, fällt mir jetzt nicht gerade in den Kopf. Also, ja, also sicher nicht, gell, weil ich sowieso nicht ein Freund oder ein Fan bin von Giftmitteln, aber du kannst ja selber entscheiden, also zum Beispiel ein Schlafmittel nehmen oder so, aber ja, also oder so irgendein Betäubungsmittel, aber das wäre noch eine weitere Möglichkeit, aber da bin ich jetzt nicht so Fan davon, oder? Also lieber da mit möglichst natürlichen Maßnahmen da eben helfen. Genau, und wenn du genug müde bist, ja, wenn der Tag ausgefüllt bist, du früh aufgestanden bist und der Tag ausgefüllt war, dann schläfst du so ja, viel besser oder viel schneller ein. Vielleicht brauchst du dann nicht mal die Ohrstöpsel. So, also, ja, ich weiß,
Also so derart lebenswichtig war jetzt diese Serie oder also dieses Thema nicht, aber es kann ja sein, dass sich das betrifft, auf alle Fälle betrifft es mich und ja, darum hat es eben in dieser Reihe Platz. Also es kommt dann sicher auch wieder ein, ich sage jetzt dann ein tragenderes Thema, aber okay, auf alle Fälle, das war's und ja, ich wünsche dir natürlich weiterhin einen guten Schlaf, also dass du sowieso dass du gut einschlafen kannst und auch, dass du einen guten Schlaf hast. Ja. Bis bald, ciao.